So, zum letzten Thema in diesem Themenbereich. Jetzt führen wir die ganzen Fäden, die wir bis jetzt aufgemacht haben, zusammen und schauen uns als Überleitung zur konkreten Modellierung an, wie man denn jetzt vorgehen kann oder wie man sie strukturiert dem Thema der organisationalen Modellierung annähern kann. Mal wieder auf Skriptum schauen, ist hier im Zentrum diese soziotechnische Systemperspektive, die wir im Thema 3 behandelt haben, mit der wir auf Organisationen schauen. Organisationen war Themen 2, um dann im Endeffekt Modelle von organisationalen Strukturen und Zusammenhängen zu bauen, mit diesem Modellbegriff, den wir im Thema 1 dieses Themenbereichs noch verfolgt haben. Wenn wir uns erinnern, was wir alles bei Organisation besprochen haben im Thema 2, dann fällt auf, dass interaktionsorientierte Sicht, dass es viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auf eine Organisation zu blicken, die unterschiedlichen Betrachtungsweisen, die wir verfolgt haben, auf die Organisation auf die innere Struktur der Organisation, auf die Organisation von außen, auch im soziotechnischen Systemverhalten haben wir gesagt, wir müssen die äußeren Einheiten mit betrachten, wir müssen die Arbeitsorganisation im Inneren betrachten. Es gibt da ein sehr breites Feld an Möglichkeiten, was man alles modellieren könnte, wenn man Organisationen modelliert. Und je nachdem, kommen auf diesen Modellbegriff von ganz zu Beginn zurück, je nachdem, was das Ziel ist, das wir verfolgen wollen, also was der Zweck der Modellierung ist, werden wir unterschiedliche Aspekte einer Organisation in Modellen abbilden. Was man alles abbilden könnte und welche Elemente dann vielleicht relevant sind, wir erinnern uns, geht ums Metamodell, welche Notationselemente wären denn überhaupt spannend abzubilden, das sieht man überblicksweise in dieser Tabelle. Da geht es nicht darum, bitte ganz wichtig, diese Tabelle irgendwie im Detail zu lernen, sich die zu internalisieren, sodass man es dann auswendig kann. Das ist nicht die Idee. Es geht eher darum zu erkennen, dass es sehr viele unterschiedliche Aspekte gibt, nämlich Strukturelemente, die wir hier vertikal haben, und Beziehungselemente, die wir hier horizontal haben, also Elementkategorien. Das werden, wenn wir jetzt wieder auf diese Modelldenke zurückgehen, konzeptuelle Modelle, abstrakte Modelle, die Knoten in unserem Graphen, Beziehungskategorien, das wären die Kanten, die diese Knoten verbinden. In den Elementkategorien kann ich alles Mögliche abbilden. Ja, das können physische Einheiten sein, wann das interessant ist, wie zum Beispiel das physische Layout einer Fabrik ausschauen soll. Das können organisationale Einheiten sein, das können Aufgaben, Aktivitäten sein, das können Prozesselemente sein, die vielleicht schon mit IT-Elementen hinterlegt sein. Das können Problemkomponenten sein, um mit zu modellieren, welche Probleme lösen wir denn überhaupt, wenn wir irgendwelche Aktivitäten innerhalb der Organisation abbilden. Das können Personengruppen sein, damit wir abbilden können, wer agiert denn in der Organisation, wer übernimmt denn welche Aufgaben. Bei den Verbindungen gibt es unterschiedliche Arten von Flüssen. Flüsse, also Ressourcen, die sich irgendwie durch die Organisation bewegen, Materialflüsse zum Beispiel, also Produkte, also am Ende soll ein Produkt rausfallen. Wie kommen wir überhaupt zu diesem Produkt? Was ist der Materialfluss durch das Unternehmen vom Rohmateriallager bis zum Auslieferungslager zum Beispiel? Physische Verbindungen können auch interessant sein. Denkt man auf eine Landkarte, da haben wir physische Verbindungen, Wege, Straßen, Energieleitungen vielleicht mit drinnen. Organisationale Verknüpfungen. Jetzt kommen wir wieder stärker in die Organisationsmodellierung. Leitungsbeziehungen hier unten bei den Personengruppen zum Beispiel. Das heißt, wer führt denn wen im Organigramm, würde man das zum Beispiel erkennen, beziehungsweise wer ist für was, für welche Aufgaben verantwortlich und wie folgen die Aufgaben aufeinander. Das haben wir dann bei den kausalen Beziehungen hier drüben, beziehungsweise soziale Beziehungen, nicht nur vielleicht abzubilden, wer formal wem untergeordnet ist, sondern auch wie die Personen sozial miteinander vernetzt sind. Für jedes dieser Kreuze, die wir da drinnen haben, können wir im Wesentlichen Modelle bauen. Das werden wir nie alles in der Gesamtheit machen. Das ist nicht handhabbar.
Man könnte es sowieso nicht in ein einzelnes Modell reinpacken. Man könnte es probieren, aber das wird nicht wirklich übersichtlich werden oder handhabbar werden. Was das aber verdeutlicht, ist, dass ich, auch wenn ich mehr nur einzelne Aspekte da drinnen herausgreife, dass ich dann wahrscheinlich mehrere Teilmodelle brauchen werde, die aber miteinander in Beziehung stehen, weil ich vielleicht im Organigramm abgebildet habe, wie die Hierarchie im Unternehmen ist, da aber Stellen definiert sind, die ich wiederum in der Prozessmodellierung, in der Ablaufmodellierung drinnen habe, um Verantwortungen für Aktivitäten darzustellen. Ja, und man möchte es nicht isoliert betrachten. Man möchte mitbekommen, dass für eine bestimmte Aktivität im Prozess jemand verantwortlich ist und dann im Organigramm eine explizite Verbindung haben zu dieser Stelle, sodass man schauen kann, in welcher Abteilung sitzt denn diese Person zum Beispiel. Genau das Gleiche für andere Arten von Flüsse oder Zusammenhänge. Das heißt, wir werden meistens unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Aspekte der Organisation bauen, möchten aber im Hintergrund auf jeden Fall auch die Zusammenhänge mitnehmen. Nicht nur als Denkstrukturen, sondern wenn man jetzt dann auf eine technische Unterstützung des Modellierungsvorganges nämlich denkt, in Form von expliziten Datenrelationen, die sagen, okay, dieses Element in diesem Modell ist identisch mit dem Element in diesem Modell. Da gibt es eine Verbindung und ich möchte dann vielleicht sogar da drin navigieren können und hin und her springen können, sodass ich zum Beispiel sagen kann, im Organigramm zeig mir alle Aktivitäten, für die diese Stelle zuständig ist. Ja, müssen alle Prozessmodelle durchgesucht werden, wo diese Stelle vielleicht verlinkt ist und diese Aktivitäten raus extrahiert werden. Ich möchte mir vielleicht anschauen können, zeig mir alle Prozesse, in denen eine bestimmte Art von Material behandelt wird, weil dieses Material vielleicht mit irgendwelchen Sicherheitsbestimmungen zusammenhängt, die wiederum in irgendeinem Modell abgebildet sein könnten, sodass ich weiß, okay, welche Mitarbeiter könnten denn von den Sicherheitsbestimmungen, die dieses Material betreffen, betroffen sein? Also wen muss ich dann aufschulen? Da hätten wir dann einen Link über drei Arten von Modellen vielleicht, wenn wir das Materialmodell irgendwo brauchen mit den Sicherheitshinweisen. Wir brauchen die Arbeitsabläufe, dass wir sehen, wo sind denn Aktivitäten, die dieses Material bearbeiten und wer ist für diese Aktivitäten im dritten Schritt dann verantwortlich. Und vielleicht nur weiterer Schritt, und wo arbeiten jetzt in der Organisation diese Personen, sodass ich weiß, wie ich diese Personen auch erreichen kann. Es geht also nur darum, mit dieser Tabelle, um da jetzt zurückzukommen, die Komplexität dieses ganzen Sachverhalts darzustellen, um zu motivieren, was relativ schnell passiert ist in der organisationalen Modellbildung oder in der Modellierung soziotechnischer Systeme, nämlich zwei Maßnahmen. Die eine ist, Modelle auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu bauen, sodass ich mir möglichst schnell einen Überblick zum Beispiel verschaffen kann und dann weiter in die Tiefe gehen kann. Und das zweite ist, diese unterschiedlichen Aspekte, da werden wir dann gleich dazu kommen, diese unterschiedlichen Aspekte der Organisation, nämlich die Personen, die Daten, die Materialien, die Leistungen, die Funktionen, die ich habe, die alle separat zu betrachten zu können, aber explizit miteinander in Verbindung zu setzen. Bleiben wir zuerst bei dem ersten, diese unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Modellbildung ist, dass man sich des Abstraktionsgrades seines Modells bewusst sein muss. Das meint, dass ich mir bewusst sein muss, auch wenn ich ein Modell dann betrachte, wie fein granular denn dieses Modell die reale Welt auflöst. Konkretes Beispiel, ich kann mein Organigramm ansehen, das bis auf einzelne Stellen in der Organisation, also fast konkrete Personen, auflöst. Ich kann mir ein Organigramm ansehen, wo die einzelnen Abteilungen dargestellt sind, aber nicht weiter detailliert sind. In der abstrakteren Form, also nur die Abteilungssicht, fehlt mir aber Information. Nämlich zum Beispiel, wie groß diese Abteilungen sind. Ich sehe nicht, wie viele Stellen da drinnen enthalten sind. Dafür habe ich einen schnelleren Überblick darüber, wie das Unternehmen als Ganzes organisiert ist. Man nennt dieses Navigieren auf dieser Achse, gröber auflösen, abstrakter und feingranularer auflösen, man nennt es Abstraktion, das ist das Hinaufsteigen, das Verallgemeinern und Dekomposition, das Konkretisieren, das Hinuntersteigen.
Das kann man auch bei Aktivitäten in organisationalen Prozessen durchspielen. Man kann sagen, es gibt eine Aktivität, bleiben wir bei unserem ersten, ganz ersten Beispiel, ganz zu Beginn, Urlaubsantrag stellen. Das kann ich als einzelne Aktivität hinschreiben. Das ist relativ abstrakt, weil es da doch noch Unterschritte gibt. Da gibt es nämlich vielleicht mögliches Datum prüfen, Antragsformular ausfüllen, Antragsformular zur Bewilligung übermitteln. Das könnten jetzt drei Subaktivitäten der Aktivität Urlaubsantrag stellen sein. Diese Zerlegung, das ist eine, also Zerlegung heißt ja, oder Dekomposition heißt ja Zerlegung, dieses Zerlegen der Aktivität, das ist eine Verfeinerung, eine Konkretisierung, die uns dabei hilft, genauer zu erfassen, was denn zu tun ist. Wenn wir es wieder zusammenfalten, raufsteigen und nur so einen Urlaubsantrag stellen, dann wäre es eine Abstraktion auf dieser Ebene. Also unabhängig von der Art des Modells kann ich, also ob es jetzt ein Strukturmodell, wie wir es vorher mal in Gangart gehabt haben, oder ein Prozessmodell ist, unabhängig von der Art des Modells kann ich üblicherweise abstrakter oder konkreter werden. Und sich einerseits dieser Mechanismen bewusst zu sein, wenn man ein Modell ansieht, und diese andererseits aktiv einzusetzen, um ein Modell handhabbar zu halten, zu machen und trotzdem den Detaillierungsgrad zu erreichen, den man braucht, um das Modell dann sinnvoll einsetzen zu können, das ist Gegenstand der folgenden Themenbereiche. Ja, da werden wir modellieren lernen und da geht es genau darum, die richtige Abstraktionsebene zu finden, beziehungsweise unterschiedliche Abstraktionsebenen miteinander zu verknüpfen, um dann im Endeffekt ein Modellensemble zu schaffen, das allen involvierten Zielsetzungen und allen möglichen Modellnutzenden gerecht wird. Eine strukturierte Herangehensweise an das Ganze ist dann nochmal genauer beschrieben, ist das sogenannte ARIS-Konzept. Da steckt einerseits diese Abstraktion und Dekomposition ein Stück weit mit drinnen. Da stecken andererseits diese unterschiedlichen Aspekte der Organisation mit drinnen, auf die man schauen kann. Das ARIS-Konzept, das stammt aus den Anfang der 1990er Jahre von Professor Scheer, der noch wie vor in Deutschland aktiv ist, konzipiert und dann auch popularisiert. Das war lange Zeit beziehungsweise die Prozessmodellierungsmechanismen, die da drinnen verpackt waren, die sogenannte ereignisgesteuerte Prozesskette, waren lange Zeit der de facto Industriestandard. Da gab es einen expliziten Konnex zu ERP-Systemen wie SAP. Dementsprechend war das sehr populär. Ist abgelöst worden ein Stück weit auf operativer Ebene von dem heutigen Standard BPMN, den wir uns im Themenbereich 3 ansehen werden. Das Grundkonzept, das dem Ganzen zugrunde liegt, das ist aber nach wie vor gültig und deswegen schauen wir es uns hier jetzt genauer an. Was das ARIS-Haus hat, ist, der ARIS-Ordnungsrahmen, das habe ich schon erwähnt, das ARIS-Haus ist dann eine Darstellungsform, eine Repräsentation, wenn wir auf das erste Thema zurückkommen, eine Repräsentation dieses ARIS-Konzeptes. Was das macht, ist, es unterteilt Organisationen in unterschiedliche Beschreibungssichten und Schichten oder Ebenen. Und ich kann jede Sicht auf jeder Ebene separat betrachten, dadurch die Komplexität reduzieren und trotzdem die jeweiligen Modelle, die dort angesiedelt sind, im Gesamtzusammenhang halten. Das heißt, im Hintergrund dann eine explizite Verbindung zum Beispiel zu anderen Modellen in anderen Sichten herstellen. Wie schaut das jetzt aus? Jetzt kommt das ARIS-Haus ins Spiel. Wir haben da nochmal eine Listung dieser Sichten. Brauchen wir jetzt da nicht näher drauf eingehen. Wir schauen es uns anhand der Hausdarstellung an. Der Herr Scheer meint, um soziotechnische Systeme, um Informationssysteme in Organisationen zu konzipieren, ist es sinnvoll, sich unterschiedliche oder im Wesentlichen 5 unterschiedliche Sichten anzusehen. Das ist die Organisationssicht. In der Organisationssicht, das ist das Dach des Hauses, haben wir die Aufbauorganisation der Organisation drinnen. Das heißt, da ist festgelegt, welche Organisationseinheiten gibt es, welche Ressourcen
haben wir soziotechnische Systeme, nicht nur die Menschen, sondern auch die technischen Ressourcen. Und wie sind die miteinander in Verbindung zu setzen? Hier wird zum Beispiel als Diagrammtyp, der hier angesiedelt wäre, also man würde jetzt da drinnen unterschiedliche Modelle verorten. In jeder Sicht gibt es spezifische Modelle, Modellarten, mit denen man unterschiedliche Aspekte, also die unterschiedlichen Aspekte der Organisation beschreiben kann. Und das Organigramm wäre jetzt zum Beispiel ein Modell, das hier oben im Dach in der Organisationssicht angesiedelt wäre. Dann gibt es als Fundament die Leistungssicht, das ist die externe Perspektive. Das heißt, was leistet denn eine Organisationseinheit, ein soziotechnisches System? Wir erinnern uns, Input-Output-Orientierung. Was sind die Leistungen, die wir erstellen? Wie sind die strukturiert? Wie hängen die zusammen? Also auch hier eine strukturorientierte Sicht. Ganz wichtig, die Organisationssicht, die Leistungssicht und auch die beiden Säulen seitlich, die wir mal gleich sehen werden, die sind strukturorientiert. Verhaltensorientiert wird es erst in der Mitte in der Steuerungssicht, wo dann alles zusammenläuft. Die interne Perspektive nehmen wir ein, wenn wir auf die Funktionssicht gehen. Das heißt, hier schauen wir uns an, welche Ziele hat denn unsere Organisation und welche Funktionen werden denn verwendet, um diese Ziele zu erreichen. Beziehungsweise welche Anwendungssoftware im Sinne von Verhalten, das damit implementiert wird, wird denn verwendet, um die Funktionen zu realisieren. Aus Informationssystemsicht ist es logisch, dass wir auch die Daten brauchen. Das ist die zweite Säule, die wir hier haben, die auf dem Fundament aufbaut. Das wäre die Datensicht. Hier würde man festlegen, zum Beispiel entweder die Relationship-Diagramm, welche Datenmodelle hat man denn in der Organisation, wie hängen denn die Daten zusammen, wie strukturieren wir unsere Daten und welche, und da ganz konkret, welche Ereignisse, auch Ereignisse sind Datenstimuli, die von innen oder von außen kommen können, welche Ereignisse treten denn auf und lösen dadurch vielleicht, Ereignis könnte jetzt ein eingehender Auftrag sein, das sind auch nichts anderes als Daten, welche Funktionen in weiterer Folge dann, also jetzt hat man sie ja nur getrennt, die Ereignisse, die Funktionen, welche Funktionen werden dann in weiterer Folge ausgelöst. Und genau dieses Zusammenspiel, das heißt, wie denn Daten durch Funktionen manipuliert werden, durch welche Personen, um welche Leistungen zu erzeugen, das führen wir im Zentrum zusammen in der Steuerungssicht. Die Steuerungssicht wird jetzt quasi als zentrale Komponente die Funktion nehmen und an das alles anhängen, was wir in den anderen Sichten definiert haben. Wir sagen also, eine Funktion kann ausgelöst werden durch ein Ereignis, verfolgt ein Ziel, benötigt eine Organisationseinheit, menschliche Arbeitsleistungen, bestimmte Maschinen oder Hardware, führt zu einem bestimmten Ereignis, das wiederum dann eine Funktion auslösen kann. Also da kommen wir auf die kausale Verkettung, die wir vorher gehabt haben. Und die Funktion benötigt irgendwelche Input-Daten, benötigt vielleicht Anwendungssoftware, also funktionale Unterstützung durch Informationssysteme und führt zu einer bestimmten Output-Leistung, indem es irgendeine Input-Leistung heranzieht. Das heißt, hier führen wir alle rundum Aspekte, wo wir strukturell die Organisation beschreiben, zusammen und verknüpfen es in einer kausalen Abfolge, die gekennzeichnet wird durch eine Abfolge von Ereignissen und Funktionen. Also so kann man das dann immer wieder verknüpfen und so beschreibt man im ARIS-Konzept dann auch die Ablauforganisation. Darum heißt es auch ereignisgesteuerte Prozesskette, ich habe es vorher gerade erwähnt, weil jeweils ein Ereignis wieder eine Funktion auslöst, die wiederum zu einem Ereignis führt, die wiederum eine Funktion auslöst, bis wir irgendwann einmal das Ziel erreicht haben. Wie gesagt, die Modellierungsmethode der ereignisgesteuerten Prozesskette finden wir in der Praxis durchaus noch relativ oft, weil es eben jahrelang, fast jahrzehntelang der de facto Standard war. Mittlerweile ist aber auch ARIS, da gibt es dann als der IDS Share, das Softwareunternehmen, das die ARIS Suite lange Zeit vertrieben hat, gehört heute zur Software AG, geschrieben und vertrieben hat, muss man sagen, wo diese Konzepte in Software umgesetzt sind, sodass man dann im Endeffekt integrierte Unterstützung in ein Informationssystem davon hat. Auch die, um jetzt wieder den Gedanken zu Ende zu führen, auch die sind mittlerweile auf BPMN umgestiegen. Da gibt es die EPKs
nach wie vor, aber die Standardmodellierungsmethode für Prozesse ist auch dort schon BPMN. So, das sind die unterschiedlichen Sichten. Also nochmal zusammengefasst, wir konzeptualisieren unsere Organisation in 5 unterschiedliche Sichten, nämlich die Organisationssicht als Dach, die Leistungssicht als Fundament, die Daten- und Funktionssicht als die beiden Säulen und die Steuerungssicht, wo das eigentliche organisationale Verhalten beschrieben wird im Zentrum und die unterschiedlichen Sichten rundherum zusammengeführt werden. Was hat es jetzt mit diesen Schichten auf sich? Die Schichten sind ein Mittel der Abstraktion bzw. der Dekomposition, der Konkretisierung und der Abstrahierung. Und gleichzeitig der Versuch einer Lösung für das Problem, dass wir innerhalb einer Organisation Leute haben, die unterschiedliche Kompetenzen haben und unterschiedlich detaillierte Beschreibungen ein und desselben Sachverhalts benötigen. Mit ganz explizitem Fokus auf die informationstechnische Unterstützung von organisationalen Strukturen und Zusammenhängen. Was das Areshaus nämlich tut, ist, es sagt, wir beschreiben unsere Organisation zuerst, dort beginnt man üblicherweise, hoppla, auf sogenannter Fachkonzeptebene. Das sind Modelle, mit denen die Fachanwender, die Domänenexperten, die Wissensträger, wir erinnern uns an Thema 1.1, was anfangen können. Das können wir, wenn wir es dann informationstechnisch unterstützen wollen, auf ein Datenverarbeitungskonzept übersetzen, detaillieren, ja, wo wir vielleicht auf Fachkonzeptebene nur beschrieben haben, dass es sowas wie ein Datum Person gibt und welche Attribute das hat, würde man auf Datenverarbeitungskonzept, auf TV-Konzeptebene, wenn man es kurz sagt, auf TV-Konzeptebene schon die konkrete Implementierung in der Datenbank, nicht die Implementierung, sorry, muss man aufpassen, die Struktur der Datenbank beschreiben, sodass man dann auf Implementierungsebene, das ist die detaillierteste Ebene, die konkrete technische Umsetzung hat. Also hier auf Implementierungsebene, da wären wir schon tatsächlich auf Programmcode-Ebene. Hier sind wir nur bei Modellen. Wir werden im nächsten Themenbereich gleich dann Flowcharts kennenlernen. Das wären klassische TV-Konzept-Elemente. Und auf Fachkonzept-Ebene, da wären wir noch relativ abstrakt, nicht technisch orientiert, eher in der Welt der Fachanwender. Mit dem kann vielleicht der Implementierer noch nichts anfangen, aber dafür können... Da geht es ja auch um die Validierung, haben wir gesagt, im Thema 1.1, können die Fachanwender zumindest noch schauen, ob die Modelle den realen Sachverhalt konkret abbilden. Wenn man das jetzt in das Areshaus mit reinbringt, dann sieht es so aus. Diese Unterteilung in diese 3 Schichten, die kann man in sämtlichen Schichten durchführen und die Verbindungen zwischen den einzelnen Schichten bleiben ebenfalls erhalten. Also wo wir hier, da haben wir jetzt nochmal das Beispiel drinnen, bei den Funktionen den Funktionsbaum auf Fachkonzeptebene hätten, also wo wir nur runterbrechen, welche Funktionen haben wir denn zur Zielerreichung, hätten wir beim TV-Konzept schon die konkrete Beschreibung und im Endeffekt dann auch den Programmcode, also die konkrete Beschreibung der Funktion, muss man sagen, noch nicht die gesamten Abläufe. Weil ich gesagt habe, es ist strukturorientiert in der Funktionssicht, ist nach wie vor strukturorientiert, aber auf TV-Konzeptebene ist beschrieben, wie die einzelne Funktion implementiert ist. Also die wird da schon detailliert, bis runter auf Implementierungsebene, da haben wir dann vielleicht die Klasse oder die Funktion, die Methode, die eine bestimmte Funktion auf TV-Konzept oder auf Fachkonzeptebene konkret umsetzt. Also da liegt dann auch wirklich schon der Programmcode. Die Steuerungssicht führt dann diese einzelnen Elemente aus organisationaler Verhaltenssicht zusammen. Also da verknüpfen wir dann die Funktionen und beschreiben, wie die zur Zielerreichung auf organisationaler Ebene zusammenspielen. Genau. In weiterer Folge werden wir uns jetzt sehr stark, in weiterer Folge, und da spreche ich jetzt quasi von den folgenden Themenbereichen werden wir uns sehr stark auf den Aspekt beschränken oder konzentrieren, den der Herr Scheer in der Steuerungssicht abgebildet hat, nämlich auf das organisationale Verhalten in Geschäftsprozessen.
Auch die Kommunikationsmodellierung wäre hier anzusiedeln. Also auch dort beschreiben wir ja das Verhalten in Organisationen nur aus einer anderen Perspektive. Einsteigen werden wir allerdings jetzt im Themenbereich 2 aus technischer Sicht. Das heißt auf der untersten Ebene, auf der Implementierungsebene der Funktionssicht und beschreiben, weil das historisch auch das erste war, wo konzeptuelle Modelle eingesetzt worden sind, beschreiben, wie man denn Modelle, so wie wir es gerade kennengelernt haben, verwenden kann, um Abläufe in Software zu beschreiben. Daraus entwickeln wir ein Verständnis über die grundlegenden Konstrukte, die wir operativ zum Beschreiben von Prozessen brauchen und können das dann transferieren in den Bereich der Steuerungssicht, in den Bereich der Beschreibung von organisationalen Phänomenen.